Sallingberg liegt mitten im Waldviertel, eingebettet in eine sanfte Hügellandschaft mit Wiesen, Teichen und Wäldern. Der Name der etwa 900 Jahre alten Siedlung bedeutet so viel wie Berg der Seligen. Eine Bezeichnung, die wegen der wunderschönen, nahezu unverfälschten Natur auch heute noch durchaus passend erscheint. Vermittelt sie dem Betrachter doch wahrhaft selige Momente. Sallingberg ist der Hauptort einer 11 Katastralgemeinden umfassenden Marktgemeinde mit knapp 1500 Einwohnern. Die romanische Pfarrkirche mit ihrem barocken Ostturm gilt nicht nur als Wahrzeichen, sondern ist auch historisch interessant. Genauso wie das sogenannte gedrehte Kreuz, eine aus dem Jahr 1500 stammende Lichtsäule aus Granit. Die barocke Marienwallfahrtskirche in Greinbrunn mit einem Gnadenbild aus dem 16. Jahrhundert lockt auch heute noch viele Gläubige an. Der eigentliche Ursprung von Greinbrunn ist die nur 5 Gehminuten entfernte Bründelkapelle. Sie wurde über einer Quelle errichtet, deren Wasser besondere Wirkung und Kraft haben soll. Fast so alt wie Sallingberg ist die Geschichte des Mohns im Waldviertel. Sie wird unter anderem am Mohnlehrpfad in Armschlag dokumentiert. Überhaupt zählt das erste Waldviertler Mohndorf zu den buntesten Attraktionen der Region. Mehr als 30 verschiedene Sorten werden kultiviert. Und wem der optische Eindruck zu wenig ist, der kann hier die verschiedensten Mohnprodukte kaufen und natürlich verkosten. Den Höhepunkt der Mohnsaison bildet der jährlich stattfindende Mohnkehrtag im September. Los ist in Sallingberg das ganze Jahr über etwas. Dafür garantieren die zahlreichen Vereine. Und sollte einmal keine Veranstaltung auf dem Programm stehen, gibt es hier genug Möglichkeiten, sich aktiv zu betätigen. Besonders beliebt bei Einheimischen und Urlaubsgästen ist beispielsweise das Freizeitzentrum. Eine Besonderheit stellt die sogenannte Waldwunderwelt dar, wo der Wald mit all seinen Facetten im wahrsten Sinne des Wortes begriffen werden kann. Äußerst interessant ist auch ein Besuch bei den regionalen Künstlern, die sich bei der Arbeit gerne über die Schulter blicken lassen. Die intakte Infrastruktur mit allen wichtigen Einrichtungen, die das Leben erleichtern, machen Sallingberg zu einer äußerst lebenswerten Gemeinde. Darüber hinaus bietet sie ideale Voraussetzungen für den Radtourismus. Die Strecken führen großteils über ebene Forststraßen und durch herrliche Wälder. Selbst eine Anbindung ans Waldviertler Mountainbike-Netz ist vorhanden. Außerdem führt durch das Gemeindegebiet ein Reitwanderweg und es werden Reiten und Pferdewagenfahrten angeboten. Bei mehreren Bauernhöfen, die auch Zimmer vermieten, können sogar Pferde eingestellt werden. Überhaupt ist der Urlaub am Bauernhof mehr als nur ein Geheimtipp bei Urlaubern in Sallingberg. Und sollte jemand die Unterbringung in herkömmlichen Fremdenzimmern nicht schätzen, besteht hier auch die Möglichkeit, einen Campingurlaub zu verbringen. Besonders gut erforschen lässt sich die Gegend rund um Sallingberg zu Fuß. Bestens markierte Wanderwege führen durch Wälder, Äcker und Wiesen und erlauben es immer wieder, die Wunder der Natur aufs Neue zu entdecken.